Weizen. Okay, spannend. Und wir haben noch eine Kartoffel. Das heißt, wir können jetzt das Fish and Chips Rezept zum ersten Mal machen. Lass das mal gerade erledigen. Wir hatten doch hier irgendwo schon eine Küche, oder? Ja, hier ist ein Herd. Fish and Chips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kochen und essen. Bitte, danke. Nochmal Angelgeschwindigkeit plus 50%. Nice. Finde ich gut. Oh, hier haben wir noch was. Glatt noch was übersehen hier. Wie kann das denn sein? Wie konnte das passieren? Das war voll unnötig. Und mit dem Messer getroffen haben wir auch nicht. So, den werden wir los. Dann ist hier in der Butze doch Ruhe, oder? Ich habe ja irgendwie so das Gefühl, dass das mit den ganzen Nachrichten, also das ist einfach so eine Sache, da brauchen wir gar keine Zombie-Apokalypse für. Das wird auch einfach alles genauso eintreten, sobald wir ernsthafte Ressourcenknappheit haben. Lass doch mal so 50, 60 Jahre warten. Bis dahin bin ich hoffentlich tot. Das sind einfach so Sachen, die möchte ich nicht mehr miterleben. Ich finde, das Haus könnte mehr Türen haben. Oh, wir haben aber noch Mais gefunden. Den Mais kann man nur essen. Ja, dann sind wir tatsächlich zwei Maiskolben näher an dem Maiskolben dran. Sag mal, da hängt doch noch ein Eckschrank. Was anderes will ich doch gar nicht treffen. So, danke. Über 80 müssen wir uns keine Sorgen machen. Dann sind wir die Ersten, die zurückgelassen werden. Ja. Okay, wir haben immerhin schon drei Elektroschrott zusammen. Erst suchen. Hm, Eier mit Speck, okay. Brauchen wir noch 4 Eier für. Nicht die Waschmaschine, die wir suchen. Das Haus hat erstaunlich wenig Heizkörper, oder? Nein, nicht die Scheißtür, die Uhr dahinter. Wer stellt eigentlich eine Uhr hinter eine Tür? Super weird. Erstmal das Sofa hier wegklatschen, damit wir wenigstens vernünftig rauskommen. Oh, Gewürze, nice. Oh, mehr Elektroschrott. Sweet. Das hatte ich da gar nicht erwartet.
Okay, ich glaube, wir könnten mal kurz zur Kiste huschen. Und das wahrscheinlich noch so 2 bis 8 Mal machen. Da hängt noch eine Lampe an der Wand. Und hier laufen noch Leitungen lang. Können wir die kaputt machen? Oh ja. Kommt aber auch nur Metallschrott bei raus. Schade. Das ist eine Waschmaschine, die wir schon durchsucht hatten. Na ja, ja, da waren wir. Okay. Hier steht noch eine Pflanze und eine Lampe. Oh, und hier ist auch noch ein Heizkörper. Heizkörper sind wichtig. Entschuldigung, war einfach gerade sehr verwirrt von dem Blick auf mein Thermometer, was da steht. Schon nicht mehr mit. Dann machen wir noch das Bett noch platt. Und das Regal. Eine Kommode eher, aber passt schon. Und dann nehmen wir die Küchenzeile noch fertig auseinander. Und dann ist hier eigentlich nur noch rausräumen gesagt. Ah ne, da vorne ist im kleinen Badezimmer noch was, sehe ich gerade. Das können wir sogar jetzt noch machen, weil für Keramik haben wir sogar noch Platz. Das sehe ich nicht durch die Kamera. Entschuldigung, du hast das wahrscheinlich schon vor 10 Minuten geschrieben und ich habe es einfach voll nicht gesehen. Leider keine Ahnung mehr, worauf sich das bezieht. Wir haben den Mülleimer vergessen. Wie konnte das passieren? Die Heizung. Ach so. Du meinst die Heizung durch den Kamerawinkel. Ja. Ich dachte gerade, du meinst die Facecam und dachte mir, was sehe ich durch die Kamera nicht so? What? War kurz ein bisschen verwirrt. Nee, da wollte ich nicht rein. Oder? Die Regale können wir noch total kaputt machen. Nee, können wir nicht kaputt machen. Weil die Machete da keinen Schaden macht. Die Waschmaschine geht nicht. Okay. Gut. Irgendwo hatte ich einen Mülleimer übersehen, den habe ich jetzt aber gerade mitgenommen, ne? Ja. Gut, gut. Geh doch. Nee, warte, bevor wir da rausgehen, müssen wir erst nochmal kurz hier rein. Und hier ist auch noch ein Regal. Aber wir brauchen tatsächlich nur noch einen Elektroschrott für den Dietrich. Das lässt sich doch wohl machen, oder? So, lässt mir hier raus. Dann ist das Haus soweit aufgeräumt, wenn ich nichts übersehen habe. Dann geht das nochmal dahin. So, und dann gucken wir dann noch mal ein bisschen weiter hier links rüber. Das hier hatten wir, das ist alles aufgeräumt, ne? Abgesehen von dem ganzen Gestrüpp, was hier steht. Okay. Hier kommen dann noch Häuser. Warte mal, gehören die? Ah ja, doch, die gehören alle noch mit zu dem Gebiet. Sehr schön. Ist das ein Standard-Zombie da drin? Ja, ne? Ja, sehr gut. Ob wir hier unseren fehlenden Elektro... Okay, du bist kein Standard-Zombie, aber du stehst draußen, das ist okay. Die Frage ist jetzt einfach, kriegen wir hier unseren Elektroschrott her? Es sieht gerade nicht danach aus. Vorerst zumindest nicht. Wer weiß, was hier in der Ecke unter dem Gestrüpp steht? Nein, leider nicht.
Gegenstände können wir noch platt machen. Oh, da steht auch noch einer. Wo kommst du denn her? Wo ist denn der Werfer jetzt hin? Ach, da unten. Okay, das ging ganz gut. Nicht perfekt, aber in Ordnung. Ja, hier geht nichts kurz. Also ich muss auf jeden Fall so in 10 Minuten oder so nochmal ein kurzes Päuschen machen, auf jeden Fall. Weil wir dann auch schon wieder einfach 3 Stunden nonstop spielen. Salat, wirklich? Da steht ein Telefon. Wir sind safe. Was den Standard Dietrich angeht. Dann müssen wir da nur noch irgendwie hinkommen. Hydraten? Ja, muss ich auch gleich. Würde ich in der Pause dann machen. Tatsächlich, ich habe nämlich gerade auch nichts mehr zu trinken. Hier ist so das Problem. Das Grünzeug da wegmachen, aber egal. Okay. So, Gott, ich habe die Kamera gedreht. Das Lagerfeuer ist wo? Unten rechts, ne? Ja. So, dann würde ich erstmal zusehen, dass wir tatsächlich hier das Grünzeug wegkriegen. Das ist wichtig. Nein, ist es nicht, aber... Ach. Ich wollte gerade sagen, es wäre ganz gut, wenn wir tatsächlich jetzt erstmal an das Telefon kommen. Das würde mich sehr freuen. Muss man mal den Eingang da finden. Da vorne, okay. Oh. Kommt einmal spontan Gummi daraus. Sehr schön. Oh, wait. Doch, die Tür ist offen. Ich wollte gerade sagen, hat der Raum keine Tür? Das wäre es jetzt gewesen, ey. Der ultimative Troll. Schön das Telefon für den Elektroschrotter hinstellen und dann einfach keine Tür in den Raum. Ja, kriegst du wohl erst auf, wenn du Türen, wenn du Wände kaputt machen kannst. Schade. Was gibt's? Ja, bin ich, also würde mich tatsächlich nicht wundern. Okay. Wie man die Tür hier auch einfach gar nicht sieht, ne? Was war das denn gerade für ein Lag? Hey, der Schlüssel. Schlüssel zur Lagerhalle. Sehr schön. Dann haben wir jetzt wirklich keine Elektroschrottprobleme mehr. Fernseher. Ja, easy.
Dann geh erst ins Lager. Kann ich machen. Why though? Also die Elektronik im Lager reicht halt nicht für beides. Upgrade die Machete für Wände. Ja, ich weiß halt nicht, ob ich die Wände dann kaputt kriege, weißt du? Unverteilte Lieferungen. Der Schlüssel öffnet eine Tür, die zum Lagerraum voller Material führt. Das Missgeschick des einen ist wohl das Glück des anderen. In der Tat. Den Mini-Dietrich. Ich werde die anderen Wände einfach nicht kaputt kriegen, weißt du? Wenn wir jetzt, wo war denn hier der abgeschlossene Kram? Na, okay, doch, 40 Schaden geht. Wenn die Machete das schafft, geht es. Geht safe, da haben wir sogar zwei Elektroteile noch über. Ich würde den Dietrich aber trotzdem früher oder später machen wollen. Also wahrscheinlich eher früher. Weil nicht alles, was abgeschlossen ist, auch im Eingangsgebiet wird die Holzwände haben, oder? So, damit haben wir jetzt einfach 16 Elektroschrott. Ah, guck mal, das reicht doch fast für beides. Wir brauchen noch ein Elektroschrottteil, dann können wir halt beides machen. Aber ja, dann mache ich jetzt tatsächlich erst die Machete. So, Ausrüstung verbessern. Machete. Ja, krieg mal, dann machen wir die Machete doch gleich zweimal, oder? Was brauchen wir für... Warte. Okay, für den Dietrich brauchen wir 8 Eisen. Ja, da hätten wir nur noch 5 dann. Ja, aber 3 Eisen kriegen wir schon. Oh, Stein und Elektronikteile. Okay, das wird ein bisschen dauern. Aber nice, macht die Machete jetzt einfach 45 Schaden. Sweet. I love it. Ich sag's euch ungern, aber ich habe hier Wände gefunden. Aber die Waschmaschine können wir trotzdem nicht. Das ist einfach das falsche Werkzeug für. So, dann will ich jetzt aber in den abgeschlossenen Bereich. Können wir das Ding kaputt machen? Nee. So, wir brauchen schon Türen, wenn man durch die Wand gehen kann. Ah, reicht noch nicht ganz zum One-Shotten für die Zombies ohne Aufladen. Oh, Mais. Darf man hier Backseat gehen? Solange du mir nichts spoilerst. Also ich finde es ganz okay, hier ein paar Sachen noch selber rauszufinden. Ich weiß eigentlich eh schon mehr, als ich will. Da wollte ich nicht hin, wollte die Tür aufmachen. Kann ich die Tür jetzt eigentlich kaputt machen? Sweet! Scheiß auf Türen!
Worüber habe ich mich spoilern lassen? Nee, ich habe das Spiel halt schon in anderen Streams gesehen. Oh Gott, ich muss mal ganz kurz ans Handy. Sorry. Na, okay. Ich habe nicht mehr wahnsinnig viel Zeit. Aber ein bisschen Zeit habe ich noch. Verdammt. Ich könnte jetzt halt einfach auch noch 3 Stunden spielen, ne? Aber... ein bisschen was geht auf jeden Fall noch. Es ist halt echt so, wir schroten jetzt einfach durch dieses Ding durch, ne? Ist halt einfach völlig egal. Ordentlich Eisen. Sweet. An was machen wir denn jetzt bitte keinen Schaden? Okay, was auch immer das war. Können wir bitte diesen scheiß Karton da hauen, der direkt vor uns steht? Geht doch. Okay, wir können die Palette nicht schlagen. Ich bin verwirrt. Spannenderweise sind hier keine Elektronikteile drin. Also nicht eins. Glaube ich. Ah, hier ist eins. Okay, perfekt. Das ist doch auch ungefähr alles, was ich wollte. So, Lagerfeuer. Einmal ausmüllen. So Mais und Mana und Gewürze. Das frisst alles unnötig Platz. Den wir gut für was anderes brauchen können. Ich würde sagen, ich mache dieses Haus noch rund und dann bin ich, glaube ich, raus. Für heute. Machen wir morgen weiter. Also safe machen wir morgen weiter. Ich weiß noch nicht, ab wann. Ich muss morgen Vormittag ein bisschen was erledigen, aber so ab frühem Nachmittag geht, glaube ich, klar. Ach ja, da ist irgendwo noch eine verschlossene Tür. Angeblich. Hauptsache, es steht nur noch die Regenrinne, wenn wir die nur mit dem Brecheisen wegkriegen. Okay, die Keramik müssen wir dann gleich nochmal so machen. Tatsächlich. Ah, jetzt können wir auch die Palette auf dem Boden targeten. Spannend. Tag der offenen Tür. Ich sag dazu, wir müssen mal ausleeren. Kriegen wir da noch Elektroschrott? Sieht aus wie eine Mikrowelle oder so. Nice. Ganz schön viele Wände, ne? Wobei, sah schlimmer aus, als es ist. Durch diese T-Teile denkt man immer, das ist voll viel, aber das ist dann in Wirklichkeit nur so ein Ding.
So. Ja, einfach gleich nur noch. Wie ja gleich nichts mehr ist, außer dem Loot auf dem Boden. Das kriegen wir dann nicht. Achso, das Ding wollte ich auch haben. Ja, noch ein Level Up Suite. Was kriegen wir? Bänder. Oh, wir können die Butze kaputt machen. Spannend. Renaturiere das Gelände. Ja, quasi. Machen hier einfach einen ganz offiziellen Rückbau. Das ist auch jetzt nichts Dramatisches. Ich finde das vollkommen legitim. Bäume können wir damit... Wir können Bäume fällen. Holy shit. So viel zum Thema Renaturieren. Den großen wahrscheinlich noch nicht. Oh, wir können Bäume fällen. Wir können viele Bäume fällen. Den dicken aber wahrscheinlich noch nicht, oder? Oh doch. Oh doch. Holy shit. Okay, ich fälle jetzt nicht alle Bäume. Das muss jetzt nicht sein. Vorerst. Entschuldigung, ich brauche immer einen direkten Weg zum Lagerfeuer. Ich glaube, Autos werden mit der Machete einfach nicht gehen, oder? Metallteile gehen mit der Machete ja in der Regel nicht. Außerdem brauchen Autos, glaube ich, 70 Damage oder so. Naja, mit der Machete geht's nicht. Naja, brauchen 70 Schaden. Da sind wir noch weit von entfernt. Das wird noch dauern. Wie jetzt? Schon wieder voll? Okay. Alright, hier hängt noch eine Uhr an der nicht mehr Wand. Und da hängt auch noch irgendwas an der Wand. Weg ist es. Nun kriegen wir alles mit. Traumhaft. Ja, nice. Ach komm, dann können wir sogar noch ein, zwei Bäume machen. Ein bisschen Platz haben wir ja noch. Geben lustigerweise kein Eisen, oder? Nee, nur die Scheunentüren. Die wahrscheinlich so Metallschienen haben, wo die Türen drauflaufen. Keine Ahnung. Gut, dann, auch wenn wir ihn nicht wirklich brauchen, lass mich nochmal kurz was gucken. Arzt. Heile dich mit mehr Heilungsgegenständen. Bauer. Tierfreund. Ja, machen wir mal. Bänder können wir doch bestimmt, oder? Sachen. Materialtaschen plus 1. Ja, bitte. So, Standard Dietrich. Den werden wir doch auch locker. Ja, den brauchen wir eh als Durchgangsitem für die anderen Dietriche. Machen wir. Machen wir. Hierfür brauchen wir dann die anderen Elektroteile und das sind Metallbarren oder so, Stahl oder so vermutlich, keine Ahnung. Das
Was macht denn das Gyroskop eigentlich? Stabilisiert die Lage bei Bewegung in Kurvenform. Geschwindigkeit seitwärts plus 10%. Weiß ich nicht. Also ja, aber erstmal nicht. Was macht die Hasenpfote? Chance auf Ausweichen plus 7%. Nee, sehe ich nicht. Dafür brauchen wir überall Fell. Tierleckerchen können wir total machen. Also ich crafte die mal. Wir haben halt genug von dem ganzen Kladderadatsch da. Müssen wir halt mit Sicherheit ausrüsten, aber oh Gott, die können wir halt 10.000-fach aufwerten. Ja, nee, nicht jetzt. Für den Buschhut fehlt Fell. Hierfür fehlt uns bestimmt noch Metall, oder? Ja. Den Topfhalter könnten wir gerade so machen. Ermöglicht es an Lagerfeuern zu kochen, aber das ist eigentlich erstmal nicht so wichtig. Da finde ich für das Metall schon irgendwie bessere Möglichkeiten. So, wie sieht denn das jetzt aus? Muss ich den Dietrich ausrüsten? Nee. Ah, ich müsste den Angelköder und die Bänder ausrüsten. Okay. Ich hätte gerne noch einen Slot. Okay, wir brauchen noch zwei weitere Sachen aus der Kategorie. Ach, Laufgeschwindigkeit gegen mehr Materialtasche? Nee, sehe ich noch nicht. Sehe ich alles noch nicht. Das ist aber erstmal alles total in Ordnung. Okay, das lief eigentlich relativ erfolgreich. Ich finde das total okay. So, und damit verabschiede ich mich dann tatsächlich auch für heute. Erstmal für die Aufnahme. Vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.